Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Nach langer Zeit habe ich mal wieder ein Monatsfavoriten-Video für euch. Und zwar die Produkte, die in den letzten 3-4 Wochen so für mich total herausgestochen haben, die mir gerade auch Neuzugänge unglaublich gut gefallen haben. Oder eben auch nicht, weil ich habe auch, ja, Flops dabei. Und da würde ich sagen, fange ich gleich mal mit den Eyeshadow-Paletten an. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, welche es sein werden. Ich habe wirklich in den letzten 2-3 Monaten viele Paletten gekauft. Und die Paletten, die für mich herausgestochen haben, wo ich so Aha-Erlebnisse hatte oder so, wow. Ja, waren zwei Paletten. Also ich musste zwei Paletten jetzt mit reinnehmen. Einmal, das jetzt schon mal wieder ein bisschen her ist, dass ich das Video gedreht hatte, die Sultry Palette von Anastasia Beverly Hills. Ja, man kann nichts anderes sagen. Sie ist einfach wunderschön. Ich muss sagen, ich mag diese Entwicklung in Richtung kälter, neutraler immer mehr. Weil ich habe, um echt zu sein, diese ganz super warmen Paletten. Weil es gab halt auch eine Zeit, hatte jede Palette noch und nöcher Orange-Rottöne oder eben auch Rot-Pink-Töne. Das ist sowas, da habe ich momentan überhaupt gar keine Lust mehr drauf, dieses mega extrem warme. Und deswegen finde ich einfach diese Richtung, in die sich die Eyeshadow-Paletten momentan entwickeln, sehr, sehr schön. Und ich denke, ihr habt das gesehen, wie begeistert ich vor allem von diesem Ton hier Cyborg war. Dieser Ton war einfach der Oberhammer. Und die matten Töne lassen sich so unglaublich verblenden. Also eine ganz, ganz tolle Palette. Meiner Meinung nach nicht unbedingt eine Anfängerpalette, weil die Eyeshadows sind zwar heftig und krass pigmentiert, aber ich finde auch gerade bei dieser Palette die Metallic-Töne, gerade hier Cinder oder auch Rose quasi, haben auch einen sehr großen Fallout. Man muss wirklich ein bisschen aufpassen. Deswegen, also da steckt schon richtig Wumms hinter, was ich ja persönlich liebe. Aber der Fallout ist hier auch nicht schlecht. Deswegen, also wenn ich damit wirklich jetzt was schminke, mache ich meine Augen mal zuerst. In Videos mag ich das nicht, wenn ich komplett ungeschminkt bin. Aber sonst prinzipiell, wenn ich eine Anastasia Beverly Hills Palette benutze, schminke ich die Augen zuerst, dass man nicht nachher hier alles voll hat. Weil das ist einfach ein Ding, das hat man hier. Aber ich finde die Farben einfach nur göttlich und so perfekt. Gerade jetzt für die Zeit, die kommt. So, dann eine Palette, die ich mit reinnehmen muss. Ich habe sie jetzt seit 2 Wochen wirklich so oft in Gebrauch. Auch bevor ich das Video gedreht habe. Ich hatte die Kollektion ja schon vorher zugeschickt bekommen, bevor ich das Video drehen konnte. Die Hatice Schmidt und Love Eyeshadow Palette. Also ich muss wirklich sagen, kann es auch wiederholen, für mich ist diese Palette wirklich ein absolutes Meisterwerk. Die Qualität dieser Lidschatten haben ganz klar High-End-Qualität. Ich finde die Farbauswahl Bombe. Gerade für den Alltag stecken hier mega Looks drin. Dann, um diese wieder aufzuwerten oder krasser zu machen, steckt hier auch einiges drin für richtig bunte Looks. Also dafür, dass es nur 15 Farben sind, stecken hier so viele Möglichkeiten drin. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Und auch die schwierigen Farben haben eine Textur. Das schaffen wirklich andere High-End-Marken manchmal nicht. Plus, dass wenn ich sie jetzt alleine nur mit Anastasia Beverly Hills Palette vergleiche, hier Pigmentierung ist und kaum Fallout. Und das finde ich hier genial. Also das hier sind nochmal die Farben in Nahaufnahmen. Ich finde einfach nur unglaublich wunderschöne Töne. Eins muss ich gerade nochmal erwähnen, weil ich es eben ein bisschen traurig finde für alle, wie gerade der Launch einfach abläuft. Ich finde persönlich, das sollte so nicht laufen. Klar ist es auch von der Marke oft ein Marketingmittel, eine gewisse Knappheit zu vermarkten, einfach um diesen Hype auch zu behalten ein bisschen. Aber ich finde es momentan wirklich nicht gut, wie das gehandhabt wird und dass einfach, ja, und dass einfach auch die Läden so wenig Paletten manchmal haben, beziehungsweise auch ganz viele Leute hingehen und 3-4 Paletten mitnehmen. Und nur aus dem Grund, dass viele wissen, dass das erstmal vielleicht nicht restockt wird, dass es schnell ausverkauft sein wird, daraus Profit schlagen wollen, dass bei Kleiderkreisel, eBay für so viel Geld verscherbeln wollen, finde ich eine absolute Schweinerei. Ich finde, diese Menschen sollten sich wirklich, wirklich schämen, dass sie Leuten, die sich darauf gefreut haben, Fans, die sich darauf gefreut haben, auch Leute, die vielleicht ihr Taschengeld oder einfach ein hart erarbeitetes Geld, ja, weil auch 20 Euro sind viel Geld, ja, den Leuten die Möglichkeit nehmen, finde ich eine absolute Frechheit. Ja, ist eine Sache, die ich momentan einfach extrem schade finde, wie sich das entwickelt, weil ich weiß, dass auch euch und viele schreiben mir, dass einfach komplett die Lust an dieser Kollektion nimmt. Und das ist traurig, weil das sollte es einfach nicht sein, weil ich finde, dass jeder die Gelegenheit haben sollte, sich an so einer Palette zu erfreuen. Aber es, dieser ganze Launch und die Art und Weise, auch wie andere Menschen damit umgehen, finde ich, versaut ganz, ganz vielen die Freude daran. Ich hoffe für euch, dass jeder, der sich diese Palette wünscht, dass er sie noch bekommt und dass ein Restock bald kommt. Ich denke, da ist es immer ganz gut, auch Love zu folgen. Und es macht es für mich auch schon schwer, die Palette hier eigentlich in die Kamera zu halten, weil ich weiß, einige sind schon sauer oder traurig, dass sie sie nicht bekommen haben.
Es ist sehr, sehr schade. Eine mega tolle Palette, wirklich tolle Arbeit von Hatice und Love. Definitiv eine Palette, zu der ich häufig greifen werde und die hier ganz oben drauf stehen wird auf meinem Schränkchen. Ja, und weiß ich jetzt schon, dass das mit einer meiner absoluten Lieblinge werden wird. So, ich komme mal zu einem kleinen Schwämmchen. Und zwar ist das dieser hier. Der Velvet Sponge von Juno & Co. heißen die, glaube ich. Ich verlinke euch das nochmal unten. Ich muss wirklich sagen, ich habe mit keinem Schwamm bisher meine Foundation so perfekt in die Haut einarbeiten können und so einen Filtereffekt kreieren können. Also ich muss wirklich sagen, ich sehe nochmal einen Unterschied zwischen glatten Schwamm und diesem Schwamm hier. Plus, und ich hatte das wirklich mal einen Tag mit normalen Schwamm und einen anderen Tag hiermit verglichen mit der ein und derselben Foundation, wie viel ich bei dem normalen Schwamm gebraucht habe an Foundation. Und hier nur ein Pump und bei dem anderen drei Pumps, um das auf dem gesamten Gesicht verteilen zu können. Das ist unglaublich, wie viel ein normaler Beautyblender oder andere Marken schlucken. Und diese Mikrofaserhärchen, die hier dran sind, die halten das Produkt fest. Und das geht wirklich nicht in den Schwamm rein. Ist A, hygienischer und B, extrem sparsam. Es ist ein Schwamm, der von vornherein erstmal komisch ist und so ein bisschen kompliziert scheint. Ich muss sagen, je öfter ich den benutzt haben, umso einfacher wurde es, weil er sich auch von Zeit zu Zeit immer besser mit Wasser aufgesogen hat. Das war am Anfang ein bisschen schwierig. Er wird schneller trocken als ein normaler Schwamm. Ich mache es immer so, ich lasse ihn wirklich länger mit Wasser, vor allem Warmwasser, finde ich, geht das immer noch besser, auffüllen und drückt das so lange, bis eben auch außen alles relativ feucht ist. Ja, wenn man dann anfängt, das einzuarbeiten, dann merkt man, dass es relativ schnell trocken wird, die Oberfläche. Dann drücke ich die wieder ein bisschen zusammen, um aus der Mitte des Schwammes das wieder nach außen zu tragen. Also die Feuchtigkeit, das ist so ein bisschen der Nachteil, geht halt immer wieder in die Mitte des Schwamms. Man muss es immer wieder nach außen drücken. Ich muss wirklich sagen, für die Foundation ist das mein absoluter Lieblingsschwamm geworden. Es ist einfach so toll, wie toll eingearbeitet die Foundation aussieht und wirklich wie so ein Filter. Aber für den Concealer benutze ich ihn nicht so gerne, muss ich ehrlich sagen. Da benutze ich weiterhin gerne einen glatten Schwamm. Und jetzt kommen wir nämlich auch zum Concealer. Ein Concealer, der mir unglaublich gut gefallen hat. Ich hatte jetzt so, ich glaube, 2, 3 Concealer mal wieder getestet, von Joy zum Beispiel auch. Aber ein Concealer, den ich jetzt fast jeden Tag benutzt habe, weil er mir so gut gefallen hat und immer noch so gut gefällt, ist der von Nabla. Das ist dieses wunderschöne Stück hier. Ich habe die Farbe Ivory und die passt auch wirklich perfekt bei mir. Der Concealer hat eine wirklich wunderschöne Deckkraft. Kein Full Coverage, aber genau richtig. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Trocknet schön an, trocknet aber nicht aus. Und rutscht bei mir null in die Fältchen. Und das mag ich unglaublich gern, weil ich habe jetzt gerade zum Beispiel den von Jouer drauf, der ein bisschen mehr Deckkraft hat als dieser hier. Aber der rutscht mir für auch ein ganz, ganz bisschen in die Fältchen rein. Das tut dieser hier überhaupt nicht. Also probiert den mal aus, wenn ihr so ein perfektes Zwischending zwischen diesen ganzen Sachen sucht. Finde ich richtig, richtig gut. Ich muss sagen, Nabla finde ich sowieso eine echt tolle Marke. Kommt auch gleich noch ein Produkt. Bin ich echt begeistert von der Marke bis jetzt. Ich muss da echt noch mehr ausprobieren. Also eine echt tolle Marke. Ja, dann mache ich auch mal mit dem anderen Nabla-Produkt gleich weiter am besten. Und zwar ist das dieser Stick hier, der von der Verpackung her, finde ich, ein bisschen hochwertiger aussehen könnte. Ja, der Produktname steht jetzt nicht drauf, nur die Farbe, aber es ist ein Highlighter-Stick. Und er sieht so aus. Und dieses Ding, wie ihr vielleicht sehen könnt, ist so schön, hat von sich aus schon so ein mega, mega Glow. Richtig, richtig toll. Und ich zeige euch jetzt das mal hier, wie es ist so schön. Und gerade jetzt so im Büroalltag oder gerade wenn es schnell gehen muss, ist dieses Produkt so schön. Und zwar benutze ich am Alltag wirklich kaum Foundation. Und dieser Stick geht eben auch ohne Foundation nicht. Also ich gehe damit wirklich, weil es auch so schnell geht, einmal nur über den Wangenknochen, tippe das ein bisschen ein und habe einen richtig tollen, natürlichen Glow. Und zwar einen 100%igen Glow und nichts anderes. Und das ist halt das Schöne an so einem Stick, weil es ja eher ein Creme-Produkt ist. Und das Ding ist, der ist auch so hauchdünn und leicht. Man hat nichts Schweres, Cremiges, irgendwas, was man fühlt auf der Haut. Also ich bin echt begeistert von diesem Produkt. Richtig, richtig toller, könnt ihr es vielleicht sehen. Einfach nur ein purer, natürlicher Glow für den Alltag. Das ist jetzt die Farbe Beige Mirage. Also es gibt, glaube ich, 2 oder 3 Farben. Aber Beige Mirage ist einfach der perfekte Ton und kann ich mir wirklich an jedem vorstellen. Total schönes Alltagsprodukt. Und wo wir gerade beim Alltagsprodukt sind und auch beim Glow, ich habe ja, wie ihr wisst, von Love auch noch andere Produkte zugeschickt bekommen. Und ich hatte es auch schon in meinen Stories gepostet, dass da ein Puder dabei war, wo ich so begeistert war. Und als ich das in die Kamera gezeigt habe, haben mir so viele bei Instagram geschrieben, ja, dieses Puder ist wirklich toll, ich liebe es. Also wirklich super viele haben mich daraufhin angeschrieben. Und zwar ist es von Love, das Aura Glow Powder. Und ich finde erstmal das Packaging selber mega, mega schön. Ihr könnt sehen, dass da vielleicht so ein paar verschiedene Farben mit drin sind. Ein bisschen was Helleres, Peachigeres. Also es sind so ein paar Farben drin, auch zum Korrigieren. Das hier ist so ungefähr der Ton.
super natürlich, super ja fein auch. Also auch wirklich ein purer Glow, kein Glitzer. So, so schön. Kann ich auch komplett ohne Foundation auf die Haut direkt auftragen. Das ist auch ein Glow, den man aufs gesamte Gesicht verteilen kann, wenn man das möchte, weil es eben kein klassischer Highlighter in dem Sinne ist. Hier steht auch nicht Highlighter, es ist wirklich, es ist ein Glow Powder. Also ich nehme da meistens einen Pinsel und gehe hier einmal komplett so rum, Stirn, auf die Wange. Es ist, oh, es zaubert einfach einen ganz, ganz tollen Glow. Auch eine super Empfehlung von mir. Genauso wie die Blushes, und davon gibt es super viele Farben, habe ich gesehen. Also da muss ich noch mehr von haben. Ich habe jetzt hier die Farbe Nummer 60, Be the Next She, zugeschickt bekommen. Das ist dieser hier. Es ist so ein Mix auch wieder aus zwei Farben, wenn ihr das vielleicht sehen könnt. Zum Glück wirkt der, ich habe ihn jetzt gerade drauf, zum Glück wirkt der wirklich kaum pink. Ich würde mir aber trotzdem, weil ich habe gesehen, da gibt es noch ein bisschen neutralere, noch peachigere Töne, würde ich mir eher nochmal das holen. Aber auch die Dinger, die haben wie in diesem Aura Glow Powder, was ich gerade gezeigt habe, auch genau so einen Glow mit drin. Man hat, also das merkt man wirklich, wenn man nur den Blush aufträgt, hat man sofort einen Glow auf der Wange mit drauf. Und das finde ich so, so toll. Wir sehen können, es wirkt jetzt relativ pinky, aber sobald ich das verteile, aber ihr müsst wissen, wenn ihr den Blush aufträgt, ihr habt einen richtigen Glow mit drin. Also es ist kein matter Blush, es ist auch kein Glitzer, keine Schimmerpartikel, gar nichts, ein reiner Glow. Finde ich mega, diese Produkte von Love, und da werde ich mir definitiv noch ein, zwei zulegen. So, mein Lieblingsbronzer, wie ihr wisst, ich konturiere kaum noch. Ich mache wirklich hauptsächlich diesen ganzen Part nur mit Bronzer, gehe hier einmal hoch an den Rand and that's it. Und dann bin ich auch fertig. Und mein absoluter Favorite ist echt der Marc Jacobs. Ich hätte es nicht gedacht, dass er wirklich so heraussticht. Der Tantastic Omega Bronzer. Und ich meine, er ist jetzt mittlerweile auch permanent geworden mit einer anderen Verpackung. Ich bin froh, dass ich ihn in weiß habe. Ja, ein Riesenteil. Deswegen muss er auch oben auf meinem Schminktisch stehen, weil er einfach für die Schublade zu groß ist. Aber es ist tatsächlich für mich, ich habe ihn auch jetzt gerade drauf, mein perfekter Ton zum Bronzen, zum Konturieren. Es ist einfach ein Traum und er ist so, so gut. Ich hatte ja den von Hatice Schmidt im Vergleich gezeigt. Und der von Hatice Schmidt ist noch ein bisschen pudriger. Also hier muss man ein bisschen wirklich mit dem Pinsel reingehen. Man kann hier nicht zu viel machen. Man hat trotzdem schöne Möglichkeit, das toll aufzubauen, das natürlich zu verblenden. Das geht so easy. Ist mein absoluter Favorite und ich benutze den seit 2, 3, 4 Monaten als einzigen Bronzer. So ein unglaublich schönes Teil. Also muss ich auch sagen, Produkt, was das Geld zu 100% wert ist. Und sollte ich mich für einen einzigen Bronzer entscheiden müssen, würde ich definitiv den nehmen. So, wir kommen zu meinen letzten Favoritenvideos, bevor wir zu den Flops kommen. Und zwar ist es auch der Liquid Lipstick, den ich jetzt gerade trage. Es ist so eine schöne Farbe, Leute. So eine unglaublich perfekte Farbe. Aber generell bin ich immer mehr von der Textur von Dose of Colors begeistert. Habe mich total gerade in diese beiden Töne verliebt. Gerade den ich drauf habe. Das ist die Dose of Colors Kollektion mit Daisy und Katie. Und die Farbe, die ich gerade drauf habe, ist My Main. Oh mein Gott, das ist wirklich für mich der perfekte Ton. Wieder, falls ihr neu seid, bitte beachtet, ich bin ein sehr, sehr, sehr warmer Hautton. Und ich kann mir vorstellen, wenn man sehr kühl ist, dass der zu warm ist. Also es ist ein tolles, also für mich einfach das perfekte brownish Nude mit so einem Stich Terrakotta. Wow, ist das nicht mega beschrieben? Also es ist für mich tatsächlich die perfekte Farbe. Nicht zu hell, nicht zu dunkel. Und diese Textur ist so, so angenehm. Der perfekte Mix aus angetrocknet, aber irgendwie nicht angetrocknet, weil man merkt ihn auf den Lippen. Aber kein bisschen sticky, mega angenehm. Und die andere Farbe, die dann vielleicht wirklich eher was für kühlere Hauttöne wäre, aber bei mir finde ich, muss ich sagen, wenn ich auch gerade einen kühleren Look mache, finde ich die auch richtig, richtig schön. Übrigens reicht es hier, wenn man eine ganz hauchdünne Schicht macht. Man hat Deckkraft, man braucht nicht viel mehr. Und das ist auch das angenehmste Tragegefühl, muss ich sagen. Sondern das hier ist jetzt im Move Story. Also meiner Meinung nach beide die perfekten Nude-Töne jeweils mit einem anderen Unterton. Ich hatte mir jetzt auch noch die beiden Nude-Töne aus der I Love Sarai Kollektion noch mitbestellt. Die habe ich noch gar nicht getestet. Also ich hoffe mal, dass die von der Textur her 1:1 sind wie diese hier, weil die beiden finde ich richtig, richtig toll. Wir kommen zu den Flops. Ich habe fast drei Produkte, die ich euch zeigen möchte. Zum einen ist es für mich von Fenty Beauty leider Gottes das erste Mal als Flop drin. Der Pro Filter Amplifying Eye Primer. Also ich muss sagen, mit diesem Produkt konnte ich mich jetzt persönlich nicht anfreunden. Der ist, ach, weiß ich auch nicht, der ist einfach so komplett durchsichtig. Was ich ja persönlich nicht mag, wie ihr wisst, hätte hauptsächlich mit Concealer beziehungsweise einfach irgendwas decken darin. Also ich brauche etwas, was Deckkraft hat, das hat mir nicht gefallen. Und mir ist aufgefallen, immer wenn ich den getragen habe, ließen sich
auch wenn ich gesettet habe, die Töne viel, viel schwerer verblenden. Ja, so ein Eye Primer, den ich nicht empfehlen kann. So, der nächste Flop. Ich habe schon fast Angst, das in die Kamera zu halten. für mich ist es tatsächlich die Naked Cherry Palette. Oh mein Gott, aber warum sage ich euch natürlich jetzt? Also erstmal, ganz abgesehen davon, dass ihr wisst, dass das überhaupt nicht mein Farbschema ist, dieses Berry Pinky, und die ist wirklich auch sehr pinklastig. Das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel die neue Huda Beauty Palette nicht kaufen werde. Eine andere Sache, die ich finde bei dieser Palette ist, und ihr wisst ja, ich habe sie zugeschickt bekommen aufgrund dieses Upcomer-Contests von Urban Decay. Ja, und natürlich mich auch mit einigen Mädels ausgetauscht. Die meisten fanden die wirklich gut. Ich aber nicht. Und ich habe auch, nachdem mir auch welche gesagt haben, ach komm, gib ihr noch eine Chance, damit nochmal probiert, zwei Looks zu schminken. Also A, finde ich, dass hier kaum Möglichkeiten drin stecken. Gefühlt kann ich damit zwei Looks schminken und das war's. Und fast jeder Look, den ich damit schminke, sieht immer gleich aus. Das ist eine Sache, die ich einfach nicht mag bei Paletten. Plus, dass mich die Qualität tatsächlich auch überhaupt nicht überzeugt hat. Da muss ich auch sagen, da betrachte ich auch den Preispunkt. Wenn ich überlege, dass ich für diese Palette über 50 Euro zahle, brauche ich eine gewisse Qualität. Also es ist viel Geld, und dafür, dass ich dann hier noch nicht mal viele Möglichkeiten drin habe, sondern die sehr, sehr einlastig an den Tönen sind, ist, es sind schöne Farben und es sind auch so ein, zwei dabei, die mega schön pigmentiert sind. Es kommt aber trotzdem an viele andere gute Paletten nicht dran. Ich bin aber, wie ihr wisst, einfach auch kein Fan von den Urban Decay Eyeshadows. Da muss ich auch leider, auch wenn ich das alles zugeschickt bekommen habe, wirklich ehrlich sein. Und deswegen kommen wir gleich zum zweiten Flop. Es ist nämlich diese Palette hier. Muss ich erstmal wieder auspacken. Die Born to Run Palette, das ist diese hier. Ja. Ja, und hier auch so, das ist alles nicht so, ja, das ist halt alles nicht so durchgängig die gleiche Performance. Man muss Glück haben. Ich hatte zum Beispiel so einen Struggle, dieser Ton hier. Ich kann hier reiben und reiben, noch und nöcher. Oh, das ist unglaublich, das kommt so fleckig und irgendwann, wenn man da zu doll drin war, gar nicht mehr an Pigmentierung runter. Das ist nix. Und auch die ganzen Schimmertöne, die noch relativ gut funktionieren hier zum Beispiel, sind mega schwach. Also das ist, oh, weiß ich auch nicht. Es kann natürlich auch immer sein, dass ich einfach ganz, ganz andere Anforderungen an Eyeshadows habe, was Pigmentierung angeht. Aber ich persönlich glaube immer, dass wenn man so viel Geld ausgibt für eine Palette, muss die Performance bei allen Eyeshadows gleich sein. Das ist sie nicht. Man hat hier mit manchen, gerade mit den normalen Basic-Tönen oder auch mit diesen Bronze-Tönen, die funktionieren super. Aber sobald ich in die andere Richtung gehe, gerade die Pink-Töne, schwächelt sie einfach unglaublich. Da finde ich die schon mit am besten. Ich muss sagen, die Cherry-Palette von der Performance her, nur die Heat-Palette kenne ich nicht. Ich kenne alle Paletten von Urban Decay, nur die Heat-Palette nicht. Dazu kann ich nichts sagen. Aber von allen anderen finde ich bis jetzt von der Performance her jedenfalls die Cherry-Palette am besten. Ist für mich aber definitiv eine Qualität, die mit den meisten nicht mithalten kann. Und für mich waren die Naked-Paletten am Ende, ich habe sie auch alle aussortiert, alle nicht in Preis wert. Ich bin kein Fan der Paletten. Ich finde, Urban Decay macht andere super tolle Produkte. Ihr wisst, die ganzen Eyeliner, die Glitterliner, das Setting Spray, für mich das Beste dieser Welt. Aber Urban Decay hat definitiv für mich keine guten Eyeshadows. Leider sagen, auch wenn ich sie zugeschickt bekommen habe, aber die beiden fliegen aus meiner Sammlung, benutze ich nicht. Ja, ich mag den Fakt einfach nicht, wenn eine Palette viele schwache Töne mit drin hat und man dann aber über 50 Euro verlangt. Ja, das ist eine ganze Stange Geld, und dafür sollten wenigstens alle Töne gleich performen und gut sein. Und wenn ich dann daneben einfach mal diese hier wieder hochhalte, Leute, dann sind das Welten, und das kann es halt nicht sein. Ich bin ehrlich, ich würde niemandem von meinen Freunden oder irgendwem eine Urban Decay Palette empfehlen. Ja, meine Lieben, das war mein Monatsfavoritenvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich super einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr noch nicht Abonnent meines Kanals sein solltet, dann könnt ihr das hier gerne nachholen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.